Jo Leute, was geht? Heute spielen wir eine Runde The Crew 2. Und ja, ich spiele jetzt mal eine Runde, zwei Runden mein Grinding-Rennen und dann, ja. Also mein Geld verdienen-Rennen. Womit ich zurzeit immer mein ganzes Geld verdiene. Mit meinem 278er Motorrad. Das ist die einzige Karre, die ich jetzt wirklich als Street Racer komplett hochgetunt habe. Also so auf. Na, obwohl, nee, mein Gallardo habe ich auch. Mein Super Villager, den habe ich hoch auf 278 oder so. Weil das Problem bei dem Motorrad hier ist, mir fehlt ein guter Auspuff. Ich habe einen 276er Auspuff. Sonst habe ich überall 280er Teile. Außer bei Auspuff. Eigentlich ist das Rennen hier auch relativ einfach. Vor allem mit dem Motorrad. Weil hier kannst du relativ gut rausbeschleunigen. Und hier auf der Geraden ziehst du die eigentlich ab. Ich habe das Rennen hier sogar mit einem 245er Score geschafft. Also. Ich habe das Rennen mit einem 245er Score Motorrad geschafft. Läuft bei mir. Das war aber auch relativ easy. Weil hier fahren die übelst langsam nur drüber. Aber hier kannst du eigentlich mit Vollgas drüber hämmern. Aber gerade ist ein relativ schlechtes. Ja. Schlechter Versuch. Und hier kriegst du, wenn du auf Ass spielst, kriegst du pro Rennen 22.000 und 3.000 Fans. Und ja. Halt, du sammelst schon relativ schnell Kult oder so. Also, ist relativ einfach, hier Geld zu verdienen. Und ihr seht ja auch, was ich hier gerade für einen Vorsprung rausfahre. Natürlich kann man hier auch noch schneller durchfahren. Wenn man jetzt das Motorrad auf 280 auf 280er Teile hochtun können hat hochgetunt hat, da kann man das dann relativ einfacher machen. Aber zurzeit fahre ich eigentlich entweder mit der Karre oder mit meinem Hypercar. Aber ich will euch mal was fragen. Also ich will euch da mal gleich was zeigen. Ihr könnt dann mal entscheiden, ob ich mal einen Livestream machen soll, wo ich eine Strecke fahren soll mit einem Hypercar. Also das ist ein Rennen. Und das dauert ungefähr 40 Minuten. Ungefähr hat. Also mit meinem anderen Hypercar hat es 40 Minuten gedauert. 37 Minuten. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ich das mal fahren soll. Mit meiner neuen Karre. Weil, ja, ist halt schon relativ lang und ja. Wird halt schon etwas anstrengender werden. Aber hier Kult 20 jetzt schon nach 2 Tagen. Also ich Kult 1 habe ich gestern oder vorgestern. Geil, geiler Auspuff. Ich hoffe, es ist ein geiler Auspuff. Ich hoffe, es ist zumindest ein 280er mit Goldteilen. Oh yeah. So. Ja, habe ich jetzt eigentlich sehr gut. Jetzt habe ich ein 280er Motorrad. Und da kriege ich gleich eine Trophäe. Warte, also ich zeige euch das mal. Das Rennen. Das ist hier in New York. Und die Strecke heißt. Da, New York. Das ist die Strecke hier, warte. Hier. Die geht einfach von ganz rechts nach ganz links. Also. Ja, schon eine ziemlich anstrengende Strecke. Ja, weil die dauert ungefähr 40 Minuten, also geht nicht allzu schnell. Da können wir mal ein bisschen streamen. Ja. Also ich zeige euch das hier nochmal. Ihr habt ja gerade das Rennen gesehen. Damit verdient man eigentlich relativ schnell Geld. Damit habe ich gerade 20.000 und ein halbes Dings gekriegt. Einen halben Kultrang. Und ja. Vor allem auf Ass verdient man dort relativ sehr viel. Aber hier Weltrekord 1,51. Der Rekord war 2,17, glaube ich, oder 2,18. Und ich kann diese Kawasaki Ninja H2, die kann ich nur empfehlen. Die fährt sich so geil. Genauso wie ich ein Gallardo Superleggera empfehlen kann. Aber dafür hat das Motorrad hier auch, wie viel hat es gekostet? Ich glaube 435.000 oder 436.000 hat es gekostet.
Aber es war, es ist halt schon okay. Weil hier, wenn du gut damit fahren kannst, kommst du relativ schnell um die Kurven. Aber ein, was kann ich euch mal bei den Cruisern, bei den Motorrädern, die sind vom Topspeed langsamer. Die fahren maximal 3,15, glaube ich. Weil sie halt die Kurvenlage des Gottes haben geführt. Wenn dich dort gut in eine Kurve reinlegst und gut fährst in der Kurve, dann kommst du da schon mal mit 280 oder so durch eine, oder 200 durch eine Kurve. Was natürlich auch mit einem Hypersportwagen schaffst, aber die kosten dann ja auch mal 400. Der billigste kostet 400.000, da fährst du auch mit 200 ungefähr durch eine Kurve. Aber das geht halt nicht dafür. Hierfür gehen halt nur diese Street Racer Maschinen. Also zum Beispiel MX5, Superleggera, Audi R8. Oder zum Beispiel auch noch, was zum Beispiel noch? Aventador müsste dazu auch noch zählen. Ja, die zählen eigentlich alle dazu. Damit geht das eigentlich relativ sehr geschmeidig hier. Natürlich hast du dann in den engen Kurven ein paar Probleme hier am Start. Oder hier vorne in den Kurven bist du natürlich ein Stück langsamer, weil du natürlich weniger mehr Platz brauchst. Da kannst du natürlich jetzt nicht so schnell wie ich hier reinbremsen, so wenig wie ich reinbremsen. Weil das Motorrad wiegt natürlich nur 100, 200 Kilo. Und ja, ich habe jetzt 275 PS drin, also ja, das geht dann schon gut ab. Mit 275 PS auf 200 Kilo, da bist du ungefähr auf Bugatti-Niveau oder auf One-to-One. Königsegg One-to-One. Jesko, könntest du hinkommen? Also auf Jesko-Niveau oder auf ja, Bugatti-Niveau, ja, bist du eigentlich dann schon. Aber eigentlich One-to-One, Königsegg One-to-One, bist du dann halt, weil es weniger, also ein PS muss weniger als ein Kilo pro vorbewegen. Und ja. Weil ich fahre jetzt hier noch ein Rennen und dann werde ich das Video, glaube ich, auch beenden. Dann verteile ich noch einmal kurz meine Kultpunkte. Weil ich habe ja sehr viele. Also eigentlich nicht so viele. Ja, ja. Hier 280 empfohlen und ich habe auch 280. Aber ich bin ja easy vorne weggefahren, habt ihr ja gesehen. Aber am geilsten wäre eigentlich, wenn ich jetzt so einen Helm hätte mit schwarz. So ein schwarz grünen Helm. Sollte gut zum Motorrad passen. Falls ihr fragt, die Lackierung, die habe ich nicht selber gemacht, die habe ich Dings runtergeladen. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das halt wollt mit dem Dings, mit dem Langrennen fahren. Dort werde ich dann aber auch nicht mit Motorrad fahren, sondern mit Königsegg. Im Königsegg Regera R. Oder ja, müsste Regera R sein. Ja, mit dem werde ich das Rennen dann halt fahren, höchstwahrscheinlich. Ich kann euch schon mal sagen, der wird spitze 440 km/h fahren. Also weiß ich, habe ich ja schon mal ausgefahren. Und falls ihr fragt, das Rennen, das bin ich schon zweimal um Geld verdienen gefahren. Da kriegt man ja je 226.000, wenn man das Rennen einmal beendet. Und ja, da kann man hier mit der Strecke deutlich mehr verdienen, aber natürlich mit Hypercars rumfahren und das auf, ich glaube, einmal hin und her sind, glaube ich, 200 Kilometer ungefähr, 220 oder so. Aber ja, dauert halt schon, dauert seine Zeit. Aber du musst halt bei den Strecken musst dich relativ viel konzentrieren eigentlich. Daher ja. Natürlich, wenn du jetzt wenn du so wie ich das Bike jetzt schon, was weiß ich, dieses Rennen bin ich bestimmt schon 100, 200 Mal gefahren. Wenn du das natürlich schon so oft gefahren bist, dann das Rennen schaltest du, das hast du glaube ich schon von Anfang an eigentlich frei. Also dort kannst du von Anfang an schon mit Geld verdienen. Oder hast du das? Ja, das müsste man von Anfang an frei haben. Und sonst habe ich eigentlich noch immer ein zweites Rennen gefahren. Das lohnt sich aber nicht so dolle, finde ich. Naja. Ja.
Daher finde ich die Strecke hier deutlich effizienter, weil du fährst halt deutlich kürzer. Dafür kriegst du halt fast gleich viel Geld. Weil das ist jetzt halt viel auch Topspeed und so. Also eher Beschleunigung hier. Natürlich auch Wheelies. Wheelies gehören natürlich auch dazu. Ah, Kult 21. Jetzt verteile ich auch kurz meine Kultpunkte. Natürlich fängt es an zu regnen. Auf dem Motorrad, geil. Aber das Motorrad hat zum Glück sehr viel Drehmomente. Sieht man natürlich auch. Natürlich alles auf reich und matschig. Hier habe ich ja noch zwei. So. Ja, hier habe ich jetzt das zweite. Ja, hier kriegt man dann das. Dort kriegt man das Flugzeug auf 200. 300 kriegt man den da, okay. Hier kriegt man ein Speedboot. M3 Performance, La Ferrari, NSX, Monster Truck, die Carbon Edition. Ja, hier kriegt man Carbon Edition nur noch. Das kriegt man da nichts mehr. Jo, und das war's dann auch mit dem Video.